Ja, willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Ich bin neuer Fürobo und wir sind hier mal bei den unfähigen Werfern und ich bin auch unfähig. Nicht nur diese Werfer sind unfähig, sondern ich auch. Denn wir sind einfach komplett falsch weggegangen. Das mit dem Schnur und so weiter sei einfach nur ablenken. Damit ich schmeiß mich einfach nur rüber, dass ich diesmal überlebe. Danke. Hey Kollege, was ich mich einfach. Warum wirft er mich jetzt dahin? Und wie bin ich jetzt geflogen? Ich bin eine Parabel geflogen oder was? What the fuck? Der Geselle merkt schon, worauf mein Leben hinausläuft, ne? Ja. Guck mal, wo er mich jetzt hinwirft. Tschüss, ne, Leben. Das ist. Man soll die möglichst gerade ansprechen, ja, aber man spricht die gerade, aber die Kamera macht automatisch einen schief. Ne? Seht ihr? Das ist jetzt komplett schief, oder? Oh. Ich hab's überlebt, aber. So. Ich hab sogar die Dinger zu bekommen und der hat mich über das Ziel hinausgeworfen. Ich krieg echt Aggression wie in diesem Gebiet, ne? Und man muss es abschließen für die Quest, also für das Hauptspiel. Also für die Hauptstory, so gesehen. Obwohl wir eigentlich schon mehr als Luke Shinies haben, wenn ich mich nicht irre. Aber hab ich jetzt bitte nicht so schräg. Ich war kacke. Oh, Gott sei Dank. Bitte lass mich leben. Ach du Scheiße. Alter, wie soll man denn da was machen? Wie soll man gescheit steuern oder sonst irgendwas? Bitte. Ich glaube, wir werden wirklich bei Level erleben, was passiert, wenn die Leben auf Null sinken. Ich werde echt Akku bei diesem Spiel, ne? Es ist gerade einfach nur Hass. Pur. Es läuft nämlich total scheiße. Aber ich kann nicht gegensteuern. Oh. Das Spiel will mich doch verarschen, oder? Es will mich einfach nur verarschen. Es ist Hass pur. Ich habe jetzt schon über 10 Leben hier gelassen. Alter. Ja, nun tschüss, tot? Nee, noch nicht. Ja, red nicht mit mir, ist okay. Das. Beweg dich bitte ein. Ist okay. Bleib ja 5 Stunden stehen. Willst du nur eine Zigarette rauchen? Nee, darfst du nicht. Ist ein Nintendo-Spiel. Komm mal, mich hinwirft einfach. Nur weil ich jetzt gelenkt habe. Landen wir? Ah, wir sind drauf gelandet. Nice. Hast du erstmal geschafft hier hoch. Bitte werf mich gerade, bitte. Ah, Gott sei Dank, danke. Dann müssen wir jetzt noch schnell mit dem Typen reden. Na komm, komm schon. Und er wirft mich einfach in vollkompletten Rüstung! Warum prügelt ihr sowas ein?
Vor allem, was hat das mit dem Geheimnis der anderen Seite zu tun? Bitte. Ich kotze im Strahl. Ist noch nicht das gut. Bis jetzt vielleicht? Ja, ich bin oben drauf gelandet, nice. So, das gerade, ne? Ich spreche gerade an die Kamera. Die wird halt schief. Ne? Schaffst du das noch? Ach du Scheiße, das ist natürlich komplett die Scheiße. Ne, okay, danke. Tschüss. Das war mein Stand der Dinge. Bin ich in diesem einen Level, ne? Das ist unglaublich, Alter. Ich könnte kotzen im Strahl. Ich könnte einfach kotzen im Strahl. Wir haben noch 4 Leben. 4 fucking Leben haben wir noch. Oh, er hat immer wieder getroffen, immerhin. Einer. Aber die Münzen haben wir trotzdem nicht bekommen. Das ist mir echt so penibel. Auf wirklich Milligrade geht, sage ich mal. Ist schon heftig. Eigentlich auch ganz gut aus. Ja, beweg dich bitte. Ich will dich da nicht anquatschen. Guck mich nicht an, beweg dich. Ich trau mich irgendwie nicht. Oh, der war relativ gerade sogar. So. Bin ich jetzt mal gespannt, ich wette darauf, dass wir da daneben. Aber könnte passen, es passt. Oh, Alter. Ich hasse dieses Level einfach nur. Ich hasse es so sehr. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Es ist einfach purer Hass. Purer Hass. Mehr verbindet mich damit nicht. Nicht durch. Ich bin vielleicht 10 Palmen brauche ich. Was? Palmen? Also soll die einfach nur reinigen oder was? Oh nein, ich war nur kurz weg und dann nur dies. Kann ich nicht glauben. Noch so nur sehr übel. Einige offen mal stecken in den feurigen Schleim. Vor kurzem habe ich noch alle evakuiert. Was geht hier nur vor sich? Ich könnte heulen. Es tut mir leid, ich will mir immer zu belästigen, aber bitte, jetzt sind wir Zeit noch einmal zu helfen. 10 Dorfbewohner stecken fest, du musst. Ich beeilen. Achso, jetzt muss ich 10 Dorfbewohner in einer Zeitfrist reinigen, okay. Und lauf einfach mal gegen. GG. So, ein schon mal. So, die Dinger machen sogar. Fünf. Nummer 6 haben wir, sehr schön. Ah, tagsüber ist der. Ist die Quelle anscheinend trocken. Okay.
ist der 10. So, das ist ein Fisch. So, geschafft. Aua. Dann wahrscheinlich zurück zum Bürgermeister, ne? Lol. Sie frieren einfach in die Animation ein. Ah. Und jetzt rübergehen, runterfallen. Ne? Wir kennen das ja von mir. Das Plaza della Palma gerettet. Wir schulden dir was. Nimm dies als Belohnung. War es eigentlich mal hier irgendwie schattig? Ich glaube nicht. Ne, war es immer schön gewesen. Das wäre so wahrscheinlich der Moment gewesen, wo man dann gesehen hätte, ach guck mal, das ist ein Mario-Emblem. So, geschafft. Speichern. Wir haben nicht sehr viel Leben mehr. Ey. Scheiße, ich muss irgendwas mit wegen meinem Leben machen. So. Ich hab nur 4 Leben. Das ist nix. Oh, dann. Wie fahren wir jetzt hier noch? Jetzt kommt wahrscheinlich Mario Morgana, ne? Warte mal, es gibt nur 7 Mario Morgana und ich glaube danach könnten wir sogar theoretisch endlich weitermachen. Ach, keine. Achso, er macht jetzt hier direkt Lava-Dinger, okay. Erst mal wieder nach Ewigkeiten, wo er halt eben. Achso, Luftdinger kommen einfach hier, random. Wow. Jetzt hör, du blöder Vogel. Gehst mir auf den Sack, ey. So, geschehen. So, haben wir geschafft. Sehr schön. Puh, 80 Stück haben wir jetzt schon. Nice. Wuhu. Speichern. Und jetzt? Ja, sag ich ja. Jetzt passiert das. Jetzt muss ich mir sogar angucken. Ja, wir können jetzt in die Höhle rein. Oh, guck mal, so ein Ding einfach. Oh, die ganze Stadt ist überflutet worden. Oh. Hoppala. Oh, und ich spawn hier einfach, okay. Auch gut. Stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Dass hier die Stadt überflutet wurde, stimmt. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Trotzdem, Paso Delfino wird momentan von sinnflutartiger Regenfällen von nahen Gebieten heimgesucht. So. Also jetzt hätte ich aber ins Finale einfach schon reingedrückt, sage ich mal. Ein bisschen doof. So, müssen wir mal reden. So, speichern wir mal. Ja, relativ simpel, würde ich mal sagen, ne?
Das jetzt hier wird schon komplizierter, sage ich mal. Flächen davon halten spielen. Einfach. Und dann geht halt eben das Wasser raus. War natürlich noch nicht ideal. Aber wir können einfach so. Mal ganz simpel hier so. Preschen. Problem ist aber nur, wenn du das da dran kommst, machst du wahrscheinlich auch das Boot kaputt. Einfach 3, 5, 7, 8, 8 Stück einfach hier sind. Oh, das war knapp. Oh ne, den krieg ich nicht, da fall ich runter. Einmal gibt es noch Fallschaden. Hier mich. Kann auch den noch machen. LOL. Ich kann mich einfach an der Wolke festhalten, really. Ich hatte mich wahrscheinlich auch für eine Wolke entscheiden, ne? Auswolke. The water's great, hey Junior? Sure is, Papa. Come on in, Mama Peach. I think not. Mario! You again? Don't you ever give up? Mario! How dare you disturb my family vacation? Wie können wir nur, ne? So, jetzt müssen wir alles kaputt machen. Okay. Oh, das kriegt jetzt mal Schaden. Ja, ich bin mich gerade in der Stunde drin.
okay, ist okay, ist okay. Ach man, das habe ich gar keinen Schaden gekriegt. Aber. Und jetzt bin ich tot. Wow. Wow, weil ich hin und her geschleudert werde, sterbe ich. Es ist. Der Bosskampf ist wirklich easy. Eigentlich. Und deswegen habe ich gerade nicht meine Attacke machen können, weil da. Direkt schon Feuer, schön, okay. Aber wer badet denn bitte schön mit fucking nochmal Bombenboten und sowas? Jetzt wird es mich in eine andere Richtung treiben, okay. Outplayen oder was? Ist klar. Ja! What the fuck? Dinge, die ich noch nie erlebt habe in dem Spiel, passieren gerade. Dinge, die ich vorher wirklich noch nie erlebt habe. Oh. Da kann Schaden passiert. Und dann. Dinge, die ich noch nie erlebt habe. Ich bin durch den Plattform einfach gefallen. Es kann doch nicht wahr sein. Ernsthaft jetzt? Da schon wieder. Diesmal lag es nicht an ihm. Und fällt einfach durch die Plattform. Schon wieder. Okay, dafür gar nichts. Finde ich gut. Einfach mal gar nichts machen. Ja. Auffüllen, wenn man schön. Dort. Nach wie viel dritten Versuch oder so? Hey, unglaublich. Unglaublich. So viele Bugs hatte ich in dem Spiel nie gehabt. Und sie fällt aber nicht.
Junior, I've got something difficult to tell you about Princess Peach. I know, she's not really my mama. Someday, when I'm bigger, I wanna fight that Mario again. That's my boy. Well put, son. The Royal Koopa line is as strong as ever. But for now, let's just rest a while. Starts now. Wir haben es geschafft. Das war Super Mario Sunshine. Ja, Folge ist aber noch nicht vorbei sein. Wir werden noch das letzte Level von dem Pilzding machen. Und wir werden dann noch zum Flughafen gehen. Und wollen natürlich noch Blaue Münze zum Einlösen, ne? Ja, da kannst du leider auch nicht überspringen, ja. Das war jetzt nur das Menü für die ROMs. Puh, wir haben es aber geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, dann noch ein paar Erinnerungsfotos. Aber wie es... Ja, erstmal was trinken, ey. Ah, deswegen hatten wir Totenköpfe. Guck mal, die waren auf dem Piratenschiff drauf. Ah. Haben sie das Modellieren erspart. Ja, puh. Sehr ist gewesen, hat mir die Sonne nicht sauber gemacht gehabt, ne? Lieber immer der Dreck weg dabei, aber nie am Marios Rücken so. Komisch. Puh, hab's geschafft, endlich. Boah. Eigentlich relativ fix sogar, ne? Muss ich sagen. Ich hab dann jetzt 1, 2, 4, 11 Folgen gebraucht. Also haben wir mal 11 Stunden Spiel zusammen gerade mal. Und wir haben eigentlich viel gemacht. Sehr viel eigentlich. Wie gesagt, ich werde jetzt wieder ein Level machen noch und so, also ein Level fertig. Ja, dann haben wir bis auf Zusatzlevel, sage ich mal. Also hätten wir jetzt theoretisch, sage ich mal, noch 2 Stunden mehr Playtime. Könnte man, glaube ich, alles machen, oder? Wenn man halt gut ist im Spiel. Nein. Ah, der Stift. Da ist auch so ein Anspiel, da dachte man so, oh, vielleicht ein neues Ding. Beziehungsweise man hat ja noch mehrere Inseln gesehen am Anfang. Ist da, sind vielleicht noch an mehreren Sachen da, also mehreren Gebieten noch gehalten haben, da sind wir einfach wieder im Hauptmenü. Was auch irgendwie ein bisschen lame ist, finde ich. Aber, ja, 81 Dinger. Das wird ja das Hauptmenü auch nochmal. Hat mir jetzt cool gefallen. So, dann, ja. Jetzt eine Delfino. So, ja, jo. Ist ja. Wo wir gerade sind, ne? Ja, Statistiken hier. Bis auf jetzt, wie gesagt, Pizza della Palma machen wir jetzt noch einen und dann sind wir schon relativ gut dabei. Kann ich jetzt mal behaupten. Was hast du noch hier? Kurznachrichten. Die durch Niederschläge verursachte Überschwemmung hat es nachgelassen. Und der Meeresspiegel hat sich wieder normalisiert, das ist wahrscheinlich. Und findet hier nicht mehr viel Schmier rein. Ich denke, das kann jetzt abnehmen. Wisst ihr, wir sind jetzt legit. Porto lässt die Insel wieder erstrahlen, ne? Irgendwie am Twitch sehen wir ja immer noch so einen Schatten hier, aber. Naja. Ja, alle freuen sich, alle sind happy. Dürfen wir jetzt endlich Urlaub machen. Wir können jetzt nochmal rein, theoretisch, wollen wir aber nicht. Weil, wie gesagt, wenn ihr das Ding so erstrahlen lässt, wissen wir ja schon. Wie oft willst du uns das jetzt noch sagen in den kurzen Nachrichten? Ja? Jetzt einfach nur das Level machen, dann was ich mal gucken, wie wir zur Dingensbums kommen zum oder? Aber auch im letzten. Ist ja auch nicht, dass wir nicht machen konnten, dass wir jetzt wirklich das letzte Level machen können mussten, ne? Mindestens ja bei Pampus Fest. Was cool ist, Level? Ich glaube, das ist sogar wirklich mal cool, oder?
cool ist. Weil wir haben jetzt alles erfolgreich gemacht. Oder... Oh nein. Ich hab eine Vermutung. Was sagst du denn hier so rum? Ralf musste noch umklettern, ja. Oh nein, das war... Oh. Ich glaube doch, hier habe ich auch was empfunden. Ich glaube, da gibt es eine Stelle... Ja, ich will da halt nicht hoch, okay. Ich glaube, hier gab es eine Stelle, die war... Jetzt sind, glaube ich, die roten Münzen versteckt, oder? Auch nicht. Also irgendwo war eine, die war extremst kacke zu bekommen. Oh, komm da mal hin. Oh je, yeah. Okay, wir müssen einfach nur 8 Dinger kriegen und gut ist, sage ich mal. Ich glaube, unten drunter waren auch noch welche, ne? Kann sein, dass es kacke ist. Kann aber auch nicht sein, dass es kacke ist, das Level. Also, auf jeden Fall, ich muss schon auf jeden Fall viel suchen. Weil hier scheinbar nicht alle so offensichtlich platziert sind, die roten Münzen. Ja, wo sind die ganzen roten Münzen hin? Guck mal, da haben wir noch eine. Entschuldigung. Oh, ich glaube, ja, da war auch ein Punkt, wo ich mich drauf runtergefallen bin. Raum 3. Fehlen noch immer 5. Holy shit. Hier ist nicht irgendwie einer versteckt. Na, da sag ich ja. Sieht gut aus, scheint auch gar nicht zu sein. So, jetzt die Frage, wo der Rest ist, wir haben erst die Hälfte. Warum mach ich das eigentlich? Ich mach wieder so hoch. Rote Münzen, ja. Genau, müssen wir da oben auf die Wolke drauf am Ende. Oh nee. Stimmt, da war ja das. Das war doch das Eklige. Brauchen wir erstmal noch Münzen, würde ich sagen, ne? Ach komm, das ist noch ein blauer Vogel. Ja, lass mal die blauen Vögel einfach mal blaue Vögel sein. Aua, ich wollte noch komplett runter. Danke dafür. Mal daneben. Irgendwo war mal unter den Kisten war irgendwas immer versteckt. Das weiß ich noch. Ah, sag ich ja.
noch mehr rote Münzen. Kisten? Hier irgendwo drin vielleicht? Auch nicht. Kann dann hier nochmal gucken, ob wirklich hier unten nichts ist. Also noch kurz mal können wir Dings haben, ist ein Emblem. Oh. Okay. Oh, wusste ich auch noch nicht. Was bin ich alles hier für ein Gegner? Ach, bei den Bienen ist auch noch, ne? Okay. Genau deswegen, wenn man sonst runterfällt, ich nur mit Glück überlebt habe. Okay, jetzt habe ich 6. Jetzt hier nochmal hochbekommen. Das perfekten Timing. Ja. Oh, hier ist auch noch ein anderes System. Letzte. Die hier noch versteckt vielleicht. Boah, wo ist diese blöde letzte Münze? Kann jetzt nicht wahr sein, oder? Und ich bin daneben gesprungen, was? Nice, ich google mal eben. So, wie ist nochmal das Level hier? Plaza della Alma. Blaue Münzen? Nee. Die roten Münzen, bitte. So. Ja, dann mal bitte schneller. Ich liebe es, wenn Seiten nicht laden, ne? So. Letzte Mission, Nummer 8. Gut, da haben wir den ersten. Jetzt haben wir die zweite gehabt. Doch einmal runter. Ah. Okay, wir müssen auf jeden Fall doch einmal runter. Okay. Wo kriege ich jetzt meine blaue Dings und so her? Wo meine blaue Düse dafür? Ja, really jetzt? Ernsthaft? Ich kann das jetzt nicht machen, weil ich keine blaue Düse habe? Ich muss nämlich irgendwie hier runter. Und dann... Ah, da sehen wir sie. Guck.
Komm ich von da aus da ran? Nicht so wirklich. Das Problem ist einfach nur jetzt gerade, muss ich eben nicht so einfach tun. Und jetzt bin ich tot. Gut. Ja, danke dafür, Spiel. Das ist unglaublich. Wisst ihr was? Ich habe keine Lust. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich will nicht mehr. Ich scheiß auf, auf diese eine Shiny. Ganz ehrlich. Das hat mich jetzt so angekotzt. Jetzt lieber hier und kaufe mir meine Shinies noch. Dann gehört es mich. Dem. Und mal her. Zack. 86. Ist auch okay. Wie viel gäbe es insgesamt? Hab ich das irgendwo sehen in dieser Komplettlösung? Insignien, versteht das da, wie viele das sind? Und speichern. So, Insignien. So, warte, können wir mal gucken. Den haben wir, den haben wir. Den haben wir. Den machen wir nicht, weil den nicht, oder? Achso, nee, das war der, den haben wir auch. Den haben. War gemacht, ja. Den haben wir gemacht. Den haben wir gemacht. Den haben wir gemacht. Den haben wir gemacht, den haben wir gemacht, den haben wir gemacht, den krieg ich nicht hin. Aha, okay. So, den haben wir auch gemacht, schlaf halt an, so den haben wir auch gemacht. Und mit dem müssen wir reden, dann können wir nochmal zurück. Okay, und dann haben wir. Dann haben wir Twitch alle gemacht. Erst gut, Mario. Ist ja gut, ich hab's verstanden, ich bin scheiße. So, ja. Dann sehen wir uns dann. Ja. Oh, ich brauche jetzt zum Münzen. Okay, dann gehört auch das auch noch einfach ein Jetskill. Gut, dann lassen wir es einfach mal. Und dann soll es das jetzt einfach gewesen sein. So, blend jetzt einfach die Folge hier. Bam! Ich habe genug Scherei mit dem Spiel auch gehabt. Ich finde trotzdem Super Mario Sunshine ein sehr cooles Spiel. Mir hat dieser mit dem Dreck weg und alles eigentlich sehr gut gefallen. Muss ich gestehen. Also, ich habe echt meinen Spaß gehabt. Wirkt zwar nicht immer so, aber ich habe echt Spaß an dem Spiel gehabt. Und ich sag mal so: einfach, wir haben jetzt 86 Münzen. Wenn ich ein bisschen blaue Münzen suchen würde, würde ich wahrscheinlich auf 87 kommen. Ich will mit Münzen machen. 88 und dann nach das eine hätten wir 89. Also wird auch meine 90 Münzen, glaube ich, kommen. Ich kann ja mal probieren. Wenn sie sich an die angeschlossen ist, das Problem. Meine Switch. Oh ne, meine ist gar nicht angeschlossen. Scheiße, meine Gamecube wollte ich gerade sagen, anschließen. Gucken, weil ich da war, aber nee. Ich weiß aber auf jeden Fall, auf der Gamecube habe ich mindestens zweimal gespielt, dreimal gespielt, das Spiel hier. Also so schlecht, obwohl ich immer sehr viel rumgeraged habe, habe ich es trotzdem gespielt. Dass man es eigentlich einfach mitnehmen kann. Ja, ansonsten, so. Rausgekommen habe ich jetzt nicht, wie viele es gibt, wie viele Shinies, aber ich fand es schön eigentlich an sich. Was? Busch, malerische Hügel und warten dich. Sehr schön gemacht, fällt mir gerade auf. Ventura a la Isla Delfino, das Juwel der südländischen Gewässer. Hier scheint stets die Sonne und lädt zu einem Besuch ein. Oh, okay. Ah ja, Vergnügungspark, ja, alles gemacht soweit. So, wie gesagt, wir haben sogar einen Sonderschein bekommen. Oh, 86 Stück, ey. Ich dachte, das soll es gewesen sein. Ich fand das Spiel cool. Nur gegen Ende halt. Immer so mit der Story war man ja relativ fix schon durch.
Sagen wir dann ganz, das Ding angezeigt wurde, fand ich kacke. Ist nicht mal jung, das angezeigt wurde. Oh, das wurde. Das wurde sogar mal in der GameCube-Version angezeigt, dass er daran erinnert. Ich müsste sogar noch. Oder der da oben immer angezeigt wird, vielleicht. Bis da ist dann da rein konnte. Das hat man gar nichts verlebt gehabt, sag ich mal, hier von dem Hochwasser, ne? Ist einfach da und. Aber es ist einfach nur zugetrieben, dass wir einfach da oben reingehen. Also 5 Meter gegangen sind, gefühlt. Also. War ein bisschen langweilig gemacht, sag ich mal. Ja, ansonsten. Ja, viel gemacht, viel getan. Ja, wenn die Batterien abschießt, kriegen wir was, genau. Ja, viele für die Sammelliebhaber. Wie gesagt, das Spiel hat teilweise starke Schwächen gehabt bei gewissen Aktionen. Man merke die Werfer, die haben mich wirklich dieses Mal verflucht. Ich glaube, damals auf GameCube habe ich es besser hingekriegt. Reden wir noch eben schnell über den Port. Der Port ist ja jetzt hier 16:9, das ist auch cool. Wirklich gestreckt oder so. Teilweise wurden die Symbole neu gezeichnet, so wie ich das mitbekommen habe. Also hier die Münze, Shiny-Anzeige und so weiter, die wurden neu gezeichnet, sogar extra. Und was das extra sind, minimal Aufwand. Aber ansonsten läuft ja eigentlich so eine halbe rum eigentlich, ne? Und das ist dann wiederum ein bisschen lame, muss ich sagen. Also hat sich natürlich echt viel weniger gemacht. Ich habe mich über eine höhere Framerate auf jeden Fall gefreut. Also wir haben wirklich nur 30 FPS eigentlich hier. Die sogar manchmal stark anfängt zu ruckeln, wie jetzt gerade schon wieder, hat es wirklich mitbekommen. Aber dann gibt es einfach mal mittendrin einfach FPS-Drop, warum auch immer. Spielerische Fehler, die Originalvariante hatte, wurden nicht verbessert. Ist ja nur ein Remake. Remastered. Hier, das hier ist ein Remastered, kein Remake. Alle freuen sich hier. Ja, und ansonsten, ist mir schon was gegeben. Was hat der noch mal gegeben, meine ich? Ja, eine Sonnenbrille. Willst du? Ah! Stimmt, der hat mir das Outfit gegeben. Stimmt ja. Vielleicht wusste ich, das Outfit der hatte. Ja, jetzt haben wir noch unser Sonnenschein-Outfit gesehen. Nice. Ja, und wir haben sogar jetzt eine kleine Sonnenbrille auf. Eigentlich ganz cool. Muss ich sagen. Ich glaube, so bin ich am Ende immer rumgelaufen. Als im Moment dann doch irgendwie ein bisschen zu grell war. Ja, aber was war doch hier mit noch, meine ich? Hier. Dass du extra hier so durchrutschen konntest. Ja, was war damit noch gewesen? Das war dann erinnere ich mich auch noch. Ich weiß nicht mehr, was das war. Komisch, ich weiß echt nicht mehr. Ja, ansonsten, wir sind sehr erfolgreich gewesen, würde ich mal behaupten. Ich habe die Fische gar nicht, das ist mir gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich bin früher, glaube ich, echt voll auf gerne mit den Fischen mich umgeschwommen. Wir müssen mal bedenken, die Fische reagieren besser als die in Call of Duty. Die haben sich damit gebrüstet. Dass sie eine Fischkrieg haben. Gut, dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Bin schon relativ fix durchgekommen hier sogar. Ich erwarte, dass ich so schnell durchkriege, das Projekt. Ein Spiel war am Ende doch deutlich kürzer als erwartet. Also manche Level waren ja wirklich in 2 Minuten gemacht, sage ich mal, deswegen. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, gefällt mir das Spiel. Hat aber immer am Ende. Ich habe immer allgemein so ein bisschen Probleme mit Jump'n'Run-Spielen. Weil ich einfach nicht mehr der Jüngste bin und einfach nicht mehr diese ganzen Reaktionszeiten habe und so weiter und. Gefühlt macht der Controller immer was eigenes, was ich will. Ich will hier jetzt. Hab ich mich jetzt gefragt, warum hat der jetzt keine Drehung gemacht? Also hier, ich mach den. Da schon wieder. Ich drehe mich, aber dann macht er den und dann macht er den. Schon wieder, so. Uhu. Jetzt kriege ich es komischerweise. Ich bin am Zirkel und dann irgendwie springe ich gar nicht mehr. Na gut, egal, komm. Wir sehen uns das nächste Mal wieder im nächsten Projekt. Dann machen wir vielleicht Mario Galaxy oder Mario Paper. Habe ich ja auch noch da. Kingdom irgendwas. Kannst du euch ja zeigen. Hier ein paar Origami King haben wir auch noch. Das habe ich noch gekauft. Das war ja ein eigentliches Sonntagsprojekt geplant gewesen. Aber dann kam halt die Freestalker All-Star Collection raus und die fand ich cool.
Speichern einfach nochmal. 86 Shinies. Ja, so, dann kann ich so machen. Könnt ihr mich das auch nochmal sehen? Da seht ihr meine All-Star Collection. Ja, sehr schön. Da oben ändert sich dann die Zahl. Ja, nach den hier, den werde ich nicht spielen, weil nicht optimiert. Es gibt nur 4 zu 3 immer noch. Die Kamera, die Dingensmoons ist auf den Sack gegangen, extrem die Kameraführung. Deswegen, das war jetzt okay. Und hier bin ich mal gespielt unter dem Wasserfall und Blaus, denke ich, habe ich. Das habe ich damals mal bekommen, das weiß ich noch. Ach ja. Übrigens, das sieht aber auch von einer alten Aufnahme aus, nicht unbedingt von einer neuen, finde ich. Dann haben wir das noch Mario Galaxy. Bin ich mal gespannt drauf. Das werde ich, glaube ich, noch spielen. Das sieht cool aus, eigentlich. Wir schauen mal. Ich habe ja wirklich schon mal viele Mario-Spiele. Wir haben ja viele Mario-Spiele. Ja, wir haben Yoshi. Gut, Yoshi ist ja nicht unbedingt Mario-Spiel, aber wir haben zum Beispiel Mario Odyssey gespielt. Ich will einfach mal meine ganzen Software sehen, genau. Was haben wir denn gespielt? Luigi's Mansion haben wir gespielt. Beide Zelda-Teile hier haben wir gespielt. Yoshi haben wir, wie gesagt, gespielt. Haben wir schon Let's Test so gemacht. Aber wir haben zwar schon einen Let's Test gemacht. Die habe ich auch, glaube ich, schon einen Let's Test gemacht, wenn überhaupt. Smash Bros. Habe ich auch, glaube ich, schon einen Let's Test gemacht. Die habe ich einen Let's Test gemacht. Die habe ich einen Let's Test so gemacht. Was ich noch. The Golf auch cool. Ja, Origami King, das können wir noch. Ich kann nicht mehr so viele Spiele. Ich denn welche ich ins Disc hatte? Pokémon Schatz. Ne, Pokémon habe ich gekauft. Ich hatte schon als Disc gehabt. Ach, hier Pokémon sehen wir. Disc, okay. Jetzt sind wir Chronicles, habe ich mir auch gekauft gehabt. Nicht als Disc, oh, okay. Ja, wir haben auch was. Astration fand ich auch geil. Muss sagen. Ich verstehe nicht, warum Astration so schlecht angekommen ist, eigentlich. Das fand ich cool. So. Ne, eigentlich wollte ich die Software beenden. Zack, so. Wie gesagt, dann haben wir hier noch Mario Galaxy und Mario oder Paper Mario Origami King. Eins von beiden werden wir auf jeden Fall noch spielen. Schauen wir mal und wir sehen uns im nächsten Projekt wieder, wie gesagt. Ciao, ciao.